Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Und ja, ihr seht wieder mit Kamera, auch diesmal richtig gespiegelt. Ich hatte letztes Mal falsch rum, glaube ich, gehabt, weil jetzt gucke ich auch in die Richtung des Games. Ich musste ein bisschen nochmal hier hinspielen, weil ich tatsächlich, habe vergessen zu speichern. Und ja, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Platziere im Frachtraum den Schredder im Frachtraum. Der ist wo? Haben wir den oder haben wir die Sachen schon gesammelt? Pumpe im Frachtraum. Konverter im Frachtraum. Jetzt haben wir alles, glaube ich. Genau. Der Captain ruft schon wieder an. So, okay. Genau, jetzt müssen wir nämlich, glaube ich, hier unser Kuh-Sachen-Dingsbums ausprobieren hier. Bei Pressing 5. Da können wir nämlich auch Aufträge annehmen. So. Trotz alledem würde ich gerne ein wenig jetzt ein bisschen sortieren. Warte mal, alles ablegen ist Quatsch. Wir haben nämlich ja auch einen Schrank bekommen. Den würde ich gerne mal hinstellen. Den hatten wir, den am letzten Mal nicht schon platziert gehabt, den Schrank? Guck mal, hier haben wir auch noch ein Lager. Da würde ich hier mal ein paar Sachen reinpacken, wie zum Beispiel Munition und so. Genau, den Schrank hatten wir, glaube ich, unten platziert für unsere Ressourcen. Kann das sein? Neben der Werkbank. Ist jetzt schon wieder ein Tag her. Ich habe das schon wieder alles vergessen. So, warte mal. Den roten. Platziere ich da mal hin. Und dann würde ich hier tatsächlich mal unsere Ressourcen reinpacken. Wo haben wir die überhaupt? Haben wir die im Hauptdings, ne? Ja, wir werden angegriffen. Ist nicht schlimm, wir haben ja noch Munition. So, ich würde ein bisschen, wie gesagt, was mitnehmen. Barren und so. Ich weiß nicht, ob der das aus den... Ich habe keine Ahnung, ob der das hier aus dem Dings rausnimmt. Aus diesem Lager hier. Ins Hauptlager. Das müssen wir ein bisschen ausprobieren. Aber ich würde hier ein paar Ressourcen, wie gesagt, reinpacken. Kann der stecken? Nee, okay, das ist 10 maximal. Dann würde ich das so machen. Bisschen sortieren. Okay. So, dann die Kohle dahin. Und dann hier diese Sachen. Hier ist auch nochmal Kohle. Und dann ist das auch schon voll. Gut, was haben wir hier noch? Zerstörtes Forschungsmodul, Stufe 1. Sieht zu Forschung. Wir haben ja oben auch noch ein Lager. Vielleicht packe ich das ins obere Lager. Mal gucken. Jetzt ist die Frage natürlich, aber wir können... Können wir die Werkbank auch einfach nach oben packen? Geht das? Kann ich eine... Okay, Steuerpult. Okay, ich kann nur ein Steuerpult erstellen. Gut, warte mal. Ich packe mal die restlichen Sachen einfach mal hier rein. Alles, was wir haben. Workable, Research. Auftrag. Close Inventory. Die Kohle wird knapp. Baue Kohle in der Nähe des Stränden. Was? Was? Okay, gut, dann haben wir alles, ne? Waffe, lalala, Schredder. Das packe ich mal alles hier oben rein. So. Gut. Wir müssen mit der Spitzhacke Kohle abbauen. Wir haben ja noch Kohle. Das ist hier. Das heißt, er packt das, glaube ich, nicht genau in den Frachtraum. Das müssen wir hier reinpacken. Okay, so Energie niedrig. Dir geht der Energie aus. Baue, aktiviere mehr Kraftwerke oder schließe einige andere Module. Hier geht die Energie aus. Schließe einige andere Module. Fracht. Forschungsmodul, Produktionsmodul, Raffineriemodul, Geschützmodul. Kohle? Oder müssen wir Kohle zum Antrieb? Ach, wir brauchen bestimmt Kohle zum Antrieb, kann das sein? Woran sehe ich denn die Energie? Ach, hier ist die Energie. Ach so. Wir brauchen quasi Energie für Kohle. Also Kohle brauchen wir zur Energie. Das ist natürlich interessant, gut zu wissen. Mal eben kurz gucken, wie wir ihn reparieren. Das können wir reparieren. Und sonst noch irgendwas? Da auch nochmal. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Das muss auch nochmal repariert werden. Das auch. Das auch, okay. Wir haben noch das Reparaturkit. So. Okay, der Rest ist alles super. So, nächste Sache ist, wir müssen mit der Spitzhacke Kohle abbauen. Warum müssen wir Kohle abbauen? Die Kupfererz haben wir doch. Wahrscheinlich, weil wir jetzt alles in Zwischenlager haben. Ich muss hier erstmal so ein bisschen reinkommen, dass quasi der das nicht aus diesen Lagern nimmt.
Oder? Ach nee, in die Werkbank. Geh zum Drillschiff-Frachtraum, klicke in dem hintersten, in dem Kupfererz. Research Table. Und klicke auf die Menü-Taste und nimm den Gegenstand Kohle. Hab ich. Und hier. Kupferbarren herstellen. Okay. Das machen wir. Kupferbarren machen wir. Wir haben doch Kupferbarren. Ich meine, wir können welche herstellen, so ist es nicht, aber wir haben ja noch welche. 15 Stück. Kupferplatten herstellen. Und was brauchen wir noch? Kupferschrauben. Da, 4 Stück. Forschungsbank herstellen. Ein Research Table. Das machen wir an der Werkbank, das machen wir mal. So, den haben wir bei... Wo finden wir den? Komponenten, Werkzeuge, Module, Türmodul, Geräte, Bett. Wir können auch ein Bett bauen, nice. Werkbank, Raffineriebank, Forschungsbank, hier. Die bauen wir mal. Wir haben ja noch ein paar Sachen gehabt. Gut. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt... So. Mit dem Schraubenschlüssel auswählen. So, wo bauen wir den denn hin? Oh Gott, unser Schiff irgendwie. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir das Schiff vielleicht ausbauen demnächst, weil das wird schon ganz schön... Ich pack die mal dahin. So. Spitzhacke auswählen. Schwefelerz abbauen, das haben wir, glaube ich. Haben wir Schwefelerz nicht? Oh. Schwefelpulver, Schwefelerz haben wir sogar. Klick auf die Raffinerie und Pulver. Warte mal, Pulver haben wir doch auch. Dann brauchen wir das doch gar nicht. Konverter nehmen. Geh zum Drillschiff Frachtraum, nimm den Konverter. Da. Forschung aufwerten. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt forschen. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen gucken, dass wir hier reinkommen. So, was müssen wir denn hier? Klicke auf die Menü-Taste auf Forschungsbank, wähle die Registrierkarte Blaupausen. Starterforschung aufwerten. Blaupausen für integrierte Forschungsmodul Technologiestufe 1. Drillschiff Forschungsmodule frei, mit dem geheimnisvolle Cog-Technologie analysiert werden kann. Und das ist nice. Gut, das lassen wir machen. Ich würde währenddessen mal eben schnell auf... Warte mal, wie viel haben wir denn noch an Munition? Nicht, dass unser Schiff hier gleich keine Munition mehr hat. 220, okay. Ich würde ein bisschen Ressourcen abbauen gehen. Während wir gerade hier so ein bisschen drauf warten. Hier ist ja Kohle am Liegen. Vielleicht auch ein bisschen Schwefelerz oder so. So. Ein bisschen Farming müssen wir auch betreiben. Gut, da ist noch mehr Kohle. Da ist noch ein Gebäude, da können wir mal reingucken. Wir müssen noch mal gucken, dass wir uns einen Tag mal irgendwie mal aussuchen, wenn die, wenn das mit der Dings vorbei ist hier mit diesem Vulkanausbruch. Dass wir vielleicht mal die gesamten 20 Minuten nutzen oder so, um mal die Karte vielleicht zu erkunden. Können wir eigentlich schwimmen? Ist jetzt mal so meine Frage aller Fragen. Ich habe übrigens vergessen zu speichern, ich Depp. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich speichere mal auf 2. Kann ich mit F5 schnell speichern? Ja, okay. Kann ich schwimmen? Nein, wir sterben. Okay. Gut. Das ist gut zu wissen. So. So, die Forschung oben rechts sieht man, der Balken füllt sich. Hier haben wir noch Schrott. Nehmen wir mit. Kupferschrott. Und okay, Schwefelerz gibt es da oben. Sehe ich, glaube ich, Schwefelerz. Ich wollte mal gucken, ob wir hier reinkommen. Komme ich hier rein? Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay, aber... Hier, nice. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Häuser erkunden. So. Da haben wir wieder Kisten. Und da nehmen wir alles mit. Was ist das denn hier? Landkarte. Zeigt eine Karte der Insel. Pilotensitz. Nice, wir haben einen Pilotensitz gefunden. Sehr schön. Ich frage mich, wofür man hier unten herstellen kann. Weil was bringt das? Man kann ja, glaube ich, überirdisch, glaube ich, nicht bleiben, oder? Ja, wir haben neue Quests. Ist alles schön. Was ist das denn hier? Was zur Hölle ist das? Huch.
Was ist... Ist das eine Mine? Holy Jesus. Was zur Hölle... Was zur Hölle ist das denn? Kann man hier... Okay. Anscheinend kann man hier... Ich nehme alles mit. Anscheinend kann man hier Mining betreiben. Kann ich hier? Geht das? Nee, okay. Aber nach unten kommt man nicht, oder? Das ist, glaube ich, einfach... Doch. Oh, was zur Hölle? Eine Werkbank und alles? Wozu dient denn das hier? Uff. Okay. Eigentlich wollte ich gar nicht erkunden, aber okay. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich sehe halt nicht. Ist man hier unten eigentlich safe? Ich frage mich, ob man hier unten vor dem Vulkanausbruch safe ist. Ich sehe halt fast nichts, weil es so unglaublich hell hier im Raum ist und dunkel in der Mine. Man kann hier auf jeden Fall mit der Lore fahren. Wahrscheinlich kann man die Lore dazu nutzen, um die Sachen abzulegen, um die nach oben zu transportieren, weil man kann hier anscheinend die Weiche stellen. Ach, das ist ja krass. Hier geht's auch... Okay, ich gehe mal wieder nach oben. Es scheint ja irgendwie vielleicht noch tiefer zu gehen. Das ist ja krass. Holy shit. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, haben wir das auch gesehen? Ich heile mich mal eben, im Übrigen. Dann würde ich das noch mitnehmen und dann würde ich, was ist das denn hier? Kann ich das auch abbauen? Es sieht so aus, als könnte man das irgendwie abbauen, weil das so groß ist. Vielleicht irgendwie mit einem Fahrzeug? Müssen wir mal schauen. So gut, dann düse ich mal zurück. Wir haben ein bisschen was gesehen. Krass, also es ist auf jeden Fall irgendwas mit Bohren. Lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen, oder? Dass wir einfach mal gucken, was uns da als nächstes erwartet, wenn wir dann mal nochmal auf Erkundungstour gehen, um das... Ich weiß gar nicht, wie man das zum Laufen bringt. Vielleicht kriegen wir irgendwann Energie oder so. Weil da war ja, glaube ich, jetzt nur eine Werkbank und eine Raffinerie. War das eine Raffinerie? Müssen wir mal schauen. So. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen Musik, ne? Muss ich sagen. So, lass mal schauen. Also, wir wurden hier angegriffen. Kann ich wieder was reparieren auf der 1? Jo. Okay. Eine Karte haben wir, die wir bauen können. Da, reparieren. Immer alles schön reparieren, das ist mal gut. So, herein. Und Tür zu. Genau, das war hier, sowas war das gewesen. Eine Raffineriewerkbank steht da unten. Und eine Werkbank. Müssen wir mal schauen. So, ich will mal ein bisschen was platzieren. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schrank oder so. So, stapeln. Stapeln. Die Landkarte, kann ich die oben platzieren? Ich platziere die mal. Den Sitz ist ganz toll, den würde ich erstmal behalten. Aber hier sieht man ja, glaube ich... Kann man da drauf drücken? Ah, okay, da kommt man direkt auf die Karte. Das ist natürlich nice. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Haben wir das erforscht, ne? Kontaktiere den Captain über ein Drillship-Funkgerät. Das haben wir, glaube ich, mit Q, ne? Auf 5. So, Upgrade, Raffinerie, Workable... Okay, Workable. Nehmen wir natürlich an. Und Explore nearby Mine. Ah, okay. Das lernen wir jetzt auch kennen. Super. Gut. Ja, gut. Approach the house. Schredder nehmen. Wir müssen erstmal den Schredder nehmen. Haben wir noch Kohle? Ich frage mich, ob der Kohle abbaut für die... Okay. Erstmal den Schredder nehmen. Das würde ich rausnehmen. Die Barren packe ich mal hier mit rein. Und die Schrauben, den ganzen Krempel auch.
So, den Pilotensitz packe ich auch da rein, deswegen, ich würde oben dann, hatten wir oben nicht, genau, hier so Munition und so einen ganzen Krempel, das würde ich da reinpacken. Das Pulver packe ich auch, wenn ich hier runterkomme, neben der Werkbank rein, hier. So, Upgrade, Close Inventory. Nein, wir brauchen, okay, wir brauchen Pulver, alles klar. Wir brauchen das also zum Herstellen. So, wir müssen Anfangsproduktion aufwerten. Okay, Drillschiff-Produktionsmodul frei, mit dem neue Gegenstände gefertigt werden können. Kann ich das herstellen? Blaupausen, sind wir drauf? Ah nee, das hier müssen wir herstellen. Anfangsraffinerie aufwerten. Schaltet die Herstellung von Drillschiff-Raffineriemodulen frei, die Erze effizient aufarbeiten. Okay. So, wir haben eh nur noch knapp etwas über 2 Minuten, bevor wieder quasi der Vulkan ausbricht. Das heißt, ich würde mal eben schnell gucken. Okay, das können wir reparieren. Wo sind denn die Roboter? Sind die zerstört? Kann man die looten? Wir müssen auf jeden Fall unser Schiff noch weiter aufwerten. Also mit Waffen. So, da ist ein Roboter, der kaputt ist. Den looten wir mal. Dann werden wir beim nächsten Mal ja quasi die Mine erkunden. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Da freue ich mich schon drauf. Weiß nicht, ob das... Alles klar, wir wissen Bescheid. Würde ich sagen, tauchen wir mal ab. Ab geht's. Hinunter. Hinunter in den Erdkern. So. Dann kann der Vulkan ganz in Ruhe... ganz in Ruhe ausbrechen und wir sind safe. So, warte mal. Haben wir denn? Genau, das können wir erstmal unter der Erde bleiben. So, das Haus müssen wir... Okay, die Aufwertung ist im Gange. Nein, das packe ich wieder woanders hin. Kann ich denn... Nein. Nein. Mit 1. Reparatursatz. Was brauche ich denn für... Woran kann ich denn sehen, was ich brauche für Schränke und so? Woran sehe ich das denn? Strukturen? Woran kann ich denn erkennen, was ich alles brauche für... Ah, hier bestimmt, ne? Ah, hier. Kupferbarren und Kupferschrauben brauche ich dafür für Schränke. Kupferbarren und Kupferschrauben, das haben wir doch, ne? Oder? Kupferschrauben... Kupferbarren haben wir, glaube ich, nicht mehr, oder? So, der Vulkan bricht aus. Kupferbarren und Kupferschrauben. Ich guck mal, ob ich nochmal so einen Schrank herstellen kann. Ach nee, Kupferplatten, nicht Kupferbarren. Ich bin so doof, ich sollte mal lesen lernen. So, Kupferplatten, die haben wir doch. Das heißt, Kupferbarren brauchen wir nicht. Die können wir wieder in unser Hauptlager legen. Mit dem Lager und Hauptlager, da bin ich noch nicht so ganz affin. Da muss ich noch mal ein bisschen mir Gedanken machen, wie ich das Ganze mache. So, kann ich jetzt keinen Schrank bauen? Doch. Ah, ich muss den doch einmal herstellen. Okay, ich verstehe. Alles klar. Aber vorhin konnte ich dann auswählen, was für ein Schrank. Ob einen länglichen oder so einen hohen Schrank? Ah, ich kann dann auswählen, was für eine Art von Schrank. Okay, aber ich würde, glaube ich, erstmal diese Art nehmen. Dann haben wir noch einen Lagerplatz. Weil Lager kann man ja eigentlich nicht genug haben, ne? Dann würde ich hier unten quasi das platzieren, was wir oben haben. Sonst müssen wir jedes Mal hochrennen, wenn wir irgendwas brauchen zum Bauen. Das nehme ich mit das. Genau, und Waffen und den ganzen Kram lasse ich erstmal oben. Frachtmodul Upgrade. So, Gegenstände im Frachtmodul können von anderen Modulen wie Raffinerien, Kraftwerken oder Produktionsmodulen genutzt werden. Frachtmodule muss
ausgefahren sein, damit. Okay, ja. Zeigt den Status folgender Drillship-Systeme an. Kernenergie-Rumpf. Ja, ganz toll. Schredder haben wir sogar zweimal. Okay, so, warte, ich gehe mal runter. So, dann packen wir hier mal die Sachen rein. Genau, dann haben wir die Sachen da drin. Wir können mal gucken, dass wir nochmal so einen Reparatursatz bauen für schlechte Zeiten. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Munition müssen wir auch nochmal herstellen ein bisschen. Kupferschrauben, Kupferrohre, Kupferplatten. Kupferschrauben, Kupferrohre, Kupferplatten. Können wir es herstellen? Ja, nice. Dann haben wir einen Reserve, falls wir nochmal reparieren müssen. Das würde ich dann tatsächlich oben hinpacken. Zu unserem hier Gedöns, wo wir unser Leben und alles haben. Munition sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen herstellen. Auch für unser Drillship und so. Wir brauchen dafür Patronenhülsen und Schwarzpulver. Dann lass mal gucken, dazu brauchen wir Kohle, ne? Nehme ich mal mit. Ich stelle mal Schwarzpulver her. Kann ich Schwarzpulver herstellen? Fünf Stück? Stellt er das? Ach, Schwefelpulver brauchen wir dafür. Warte mal, ich bin so doof. Schwefelpulver haben wir doch. Oder? Warte. Ja. Fünfmal. Okay, nice. Einmal Kohle haben wir sogar noch. Genau, und dann würde ich auch gucken, dass wir, wie gesagt, diese Munition, die können wir sogar einmal schon herstellen. Dann haben wir für unsere Abwehr auch wieder ein bisschen Munition. Wir haben 22 Minuten Zeit, da können wir gleich mal auf Tour gehen. So, dann können wir hier im Schiff ein bisschen nachladen. Da haben wir wieder 284 Schuss für unsere Abwehr, das ist ganz gut. Ersatzwand haben wir auch noch. Hier sind auch noch Kupferrohre, warte mal, das kann ich... Ich nehme jetzt mal die Kohle raus. Ich will jetzt mal gucken, haben wir Energie? Wir haben Energie. Ich tauche mal auf. Ich überspringe das mal. Ich frage mich jetzt, ob wir die Kohle brauchen für Energie und so den ganzen Kram, weil da würde ich das nämlich alles rausnehmen, weil es ist ja vollkommener Blödsinn, weil es hier drin ist. Kupferwaffenbestandteile. Da läuft ein Roboter. So, danke. So, Patronenhülsen brauchen wir noch. Ich mach mal 5 Stück. Und dann können wir nochmal Munition herstellen. So, komm, schimmer mal ein paar her. Fertig. So. Was wir haben, haben wir. So, Revolver-Munition würde ich vielleicht nochmal einmal herstellen. Genau, dann funktioniert das. So, was haben wir denn jetzt hier? Genau, hier haben wir jetzt den Kupferschrott alles gehabt. Aber ich glaube, er hat das hier rausgenommen. Kann das sein? Sah zumindest danach aus. Kupferbarren. Die Hülsen. Packt er die Hülsen dazu? Oder beziehungsweise die Munition. Wo packt er die Munition denn jetzt hin? Ins Hauptlager wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal von aus. So. Gut, dann... Ach so. Patronenhülsen, Schwarzpulver. Warte mal. Okay, sobald wir das im Inventar haben, zielt das auch fürs Hauptinventar. Aber Energie haben wir, ne? Steigt auch. Brauchen wir also keine Kohle hier drin. Munition haben wir genug. Gut, ich lasse sie, wie gesagt, die Werkbank erstmal ein bisschen dudeln. 270. Ich pack das mal hier rein. Dann dürfte er es ja weit, oder? Ah, okay. Uns fehlt was. Okay, Aufgabe lernen. Dann reicht das ja auch. Dann nehme ich das wieder mit und pack das wieder hier rein. So, dann haben wir genug eigentlich. Das heißt, 60 ist Maximum. Dann packe ich die Munition nach oben. Denn dort ist unser Munitionsvorrat. So, genau. Hier ist der Rest drin alles. Lalalala. Diese Sachen könnten theoretischerweise unten ins Hauptlager, ne? Dann haben wir hier, wie gesagt, Munition und Energie, also Leben und so. Und dann würde ich ins Hauptlager zwar erstmal das hier alles reinstopfen, aber wir haben ja immer noch genug Platz, ne? Gut, das heißt, wir gehen auf Tour. Wir haben ja noch,
Kohle abbauen, lalalala, und Kupfererz abbauen. 20 Kohle, 10 Kupfererz, nein. 20 Kohle, 10 Kupfererz. Und das packen wir mal hier rein, weil wir brauchen das ja anscheinend hier drin. Nehmen. Aber er hat jetzt Energie verloren, ne, oder? Ich blick da noch nicht so ganz durch. Warte mal. Kupferbarren herstellen. Ja, das können wir ja mal eben machen. Oh, fünf Stück machen wir mal. Das lassen wir mal laufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben on Tour zu der Mine, wo wir ja schon mal waren. Damit wir das auch mal gerade haben. Oh, ich höre Kundschaft. Okay, getroffen habe ich ihn. So. Damit er uns nicht hinterherkommt, ne? So, alles nehmen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was uns da unten erwartet. Schon wieder Kohle abbauen? Ja, wir müssen noch ein bisschen Kohle hinzufügen. Kann das sein, dass wir Kohle zum Antrieb brauchen, wirklich? Das... Okay, unser Schiff wird angegriffen. Das baue ich auch nochmal eben schnell ab, wenn wir schon dabei sind. So. Mau, mau, mau. Da ist Kohle. Kohle brauchen wir auch noch. Warte mal. Wenn wir schon dabei sind. So. Ach, guck mal, jetzt wird es alles wieder grün, oder? Oder meine ich das nur? Oder täuscht das gerade? Ich frage mich, ob man das sehen kann, wenn man hier oben ist. So. Gut, dann düsen wir mal. Ich will diese Insel erkunden. Ob es auch noch andere dann gibt? Fragen über Fragen. Huch. Nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Genau. Werkbank. Wir haben so viele Aufgaben. Aber ich würde jetzt erstmal, wie gesagt, diese machen. Ja, ich glaube, das blüht alles wieder auf, ne? Ich glaube, so langsam blüht alles wieder auf. Kuh. Enter inside. Safe zone. Turns to green as you... Okay, now explore the interior. Hello. Well done. Hope you brought a back plenty of new ore we can use. Heißt, grün, hier haben wir schon gelootet. Oh, das respawnt, nice. Energie wird knapp, öffne und baue mehr Kraftwerke. Oh, oh, das Blöde ist, wir haben keine Energie fürs Schiff, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zurück. Ach, guck mal hier. Lol. Könntest du einfach nehmen? Wo kommt denn das jetzt her? Ist das einfach... Ich bin noch nicht so ganz... Hab das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Warum das jetzt... Okay. Oh, da oben ist wieder Kundschaft für uns. Weil wir keine Energie haben, ist blöd, weil dann funktionieren wahrscheinlich die Waffen auch nicht. So. So. Ich nehme alles mit und dann würde ich sagen, ganz schnell rein, denn unser Schiff ist quasi ja ungeschützt. Ja, die Waffen sind aus. Wir müssen Kohle tatsächlich platzieren, kann das sein? Ja, wir müssen Kohle platzieren. Okay, ich verstehe. Alles klar. Das heißt, wir brauchen Kohle, um das Schiff anzutreiben. Gut, dann packen wir das mal da rein. Ich habe noch einen Kopf. So. Haben wir noch mehr Kohle? Ja.
So, dann packen wir das da rein. Bisschen sortieren hier. So, gut. Noch ein Konverter, den packe ich auch hier mit rein. Dann ist der hier drin. Habe ich noch Kohle? Hier ist noch Kohle. Packe erstmal alle Kohle da rein. Den Rest können wir ja immer noch gucken. Schrotflintenmuni. Ich würde gerne Schrotflinte, hätte ich gerne. Das wird wahrscheinlich einiges erleichtern. So, die Dings laufen wieder. Können wir irgendwas reparieren? Mit... Nein. Hätten wir in der Minu gut nutzen können, ne? Quasi... Unser Lichtchen fällt mir gerade ein. So, die haben uns ein bisschen gut zugesetzt, aber... Wir reparieren ein wenig. Guck mal eben, ist alles 100%. Ja gut, hier die Tür, glaube ich, oder hier die Wand. So, ich würde sagen, wir machen für die Folge erstmal Feierabend und gucke mal, dass wir ein paar Kupferbarren herstellen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen, denn es wird auf jeden Fall noch mega spannend. Wir müssen noch viel, viel weiter ausbauen und haben noch einiges vor uns. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei ja, Vulkanoids. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.